Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zum Corona-Tagebuch, Tag 52 heute seit der Entdeckung Amerikas. Und die Welt ist gerade frisch gewaschen worden, es hat geregnet, alles ist sauber. Und ich habe euch heute mal aus dem Archiv was Neues rausgesucht. Und zwar 2015 gab es eine kleine Reihe geheime Hintergründe, hintergründige Geheimnisse aus dem Schauspielhaus. Dinge, die noch keiner wusste, die ich aufgedeckt habe. Und diese Folgen habe ich mal zusammengeschnitten zu einem ganz, ganz langen Clip. Ja, es waren genau 3 Folgen, also so lang ist der Clip gar nicht. Und den will ich euch jetzt präsentieren für die, die es damals nicht gesehen haben. Wie gesagt, 2015. Ich hatte damals auch schon dieselbe Jacke, die ich heute noch anhabe. Man sieht, auch die Jacke ist inzwischen mindestens 5 Jahre alt. Der Hund, der war damals auch 5 Jahre jünger. Der hier bei mir auf dem Balkon sitzt. Speedy, guck mal her. Guck mal her, sag mal guten Tag. Okay, das war sein guten Tag. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß bei den hintergründigen Geheimnissen und den geheimen Hintergründen aus dem Schauspielhaus Mein Taunus. Ja, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unserer Rubrik Hintergründige Geheimnisse, geheime Hintergründe. Wir sind hier im Technikraum des Schauspielhauses, hier sieht es also sehr technisch aus. Und hier bewahren wir auch sämtliche Manuskripte auf, sämtliche Skripts, mit denen unsere Techniker unsere Programme fahren. Da sind sie alle in Ordnern abgeheftet, das sind umfangreiche Werke. Wir haben hier zum Beispiel das Skript von Die Glatze im Sack, das sind wirklich an die 50 Seiten. Man kann sehen, man kann mal durchblättern, ja, jedes Lied, jeder Text, alles ist drin. Kleine Merkzettel, wir haben überall kleine Kreuze gemacht, wo der Techniker einen Einsatz hat, wo er eine Lautstärke machen muss. Hier steht drin, wer eine Solostelle singt, wer eine Zweitstimme singt. Ist also alles ganz genau niedergelegt in unseren Skripts. Und ich will heute mal das Skript zeigen, das mein Kollege Bernhard mir für sein Soloprogramm gegeben hat, der Teufelskreis, bei dem ich immer die Technik mache. Das haben wir hier. Das ist also mein Skript für sein 2-Stunden-Programm. Das ist, wie man sieht, eine Seite, nur eine einzige Seite. Ja? Da stehen ein paar Stichworte drauf. Ich habe mir noch ein bisschen was reingeschrieben, damit ich mich wenigstens einigermaßen entlang hangeln kann. Das ist also mein ganzes Skript für eine 2-Stunden-Show. Da sieht man mal, wie wir hier im Schauspielhaus doch gefordert werden. Das Ganze ist der Teufelskreis, das Soloprogramm meines Kollegen Bernhard Westenberger. Ja, meine Damen und Herren, liebe Freunde, heute eine weitere Folge unserer Rubrik Geheime Hintergründe, hintergründige Geheimnisse. Wir sind hier in der Kulisse von Josef, es sind Zwillinge, unserem Weihnachtsprogramm. Und der geneigte Gast, der geneigte Zuschauer wird dort erleben, dass unser Pfarrer immer dieses Buch mit sich rumträgt. Dieses Buch schleppt er während der ganzen Show mit sich. Viele fragen uns immer, was hat er da? Ist es ein Gesangbuch? Für die Bibel ist es ein bisschen dünn. Um welches Buch handelt es sich? Wir wollen heute mal das Geheimnis lüften. Es handelt sich bei diesem wunderschönen Buch Rot mit Goldschnitt in Wirklichkeit. Hier kann man es sehen um Casanova. Die Geschichte meines Lebens. Unsere Ausstatterin hat einfach ein schönes Buch gesucht, das optisch gut zu dem Programm passt, hat wohl zufälligerweise das Casanova-Buch gehabt. Ich versuche immer, da ich den Pfarrer spiele in dem Programm, während des Programms ein bisschen in dem Buch zu lesen, aber ich kann es ja auch mal zeigen, in diesem Buch ist natürlich auch mein Schnapslager eingebaut. Das heißt, sehr viele Seiten sind da nicht. Ich kann in jeder Show immer nur die hinteren Seiten lesen, wo das Leben quasi von Casanova schon vorbei ist. Ist schade, hätte mich interessiert. Wie gesagt, das Gesangbuch des Pfarrers, in Wirklichkeit ist das Casanova mein Leben. Ja, liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unserer Rubrik Geheime Hintergründe, hintergründige Geheimnisse. Heute schauen wir uns mal ein Requisit aus unserer aktuellen Show Schöne Grüße aus der Hölle an. Und zwar das legendäre Kreuz, das Kreuz, das auf dem Grab des Sohnes von Iris Wildgruber steht. Hier haben wir es, das ist das Kreuz aus der aktuellen Show. Es sollte eigentlich ursprünglich ein Grabstein werden und ich hatte in dem dazugehörigen Lied eine Zeile geschrieben, nun sitze ich vor einem grauen Stein und ich bin allein. Beim Bauen der Requisiten habe ich jetzt gemerkt, dass so ein Holzkreuz eigentlich viel einfacher zu bauen ist als ein Grabstein. Habe deswegen kurz vor der Premiere das Ganze geändert, habe ein Kreuz gebaut. Jetzt hat der Text nicht mehr dazu gepasst. Ich habe es kurzfristig umgeschrieben, habe in den Text reingeschrieben,
Nun sitze ich vor einem Kreuz aus Holz, denn ich war zu stolz. Meine Mitspielerin hat die Panik gekriegt. Sie sollte kurz vor der Premiere jetzt den neuen Text lernen. Und damit sie das hinkriegt, damit es nicht zu irgendwelchen Versprechern kommt. Und jetzt verraten wir das Geheimnis. Man sieht nämlich das Kreuz immer nur von hinten auf der Bühne. Deswegen habe ich ihr den Text quasi hier auf die Vorderseite vom Kreuz geklebt. Hier steht für Sie der aktuelle Text. Ich rücke noch mal ein bisschen näher. Nun sitze ich vor einem Kreuz aus Holz, denn ich war zu stolz. All die Jahre hat es noch drunter geschrieben, so geht das Lied dann weiter. Eigentlich inzwischen hat sie den Text natürlich drauf, aber die Schrift ist immer noch drauf. Denn wie gesagt, in der Show sieht man die Vorderseite nicht. Man sieht immer nur die Rückseite. Und vor dem Kreuz haben wir unsere kleinen Geheimnisse. Immer schön fröhlich bleiben!